Willkommen zurück beim PC Building Simulator und jeder, der ein Unternehmen hat, kennt das. Am Anfang läuft das manchmal nicht so, wie man gerne hätte und man verschuldet sich ein wenig. Naja, dafür habe ich sogar etwas bekommen, da ich mich verschuldet habe, und zwar eine kleine Medaille. Onkel, ich bin pleite. So, jetzt ist mir aufgefallen natürlich bei den ganzen Aufnahmen, die ich bisher schon gemacht habe. Wir machen jetzt dieses Ding mal so, dass das hier doch ziemlich laut ist. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Können das auch mal ein bisschen leiser sonst machen. Was wollten wir hier eigentlich machen? Genau, wir wollten die Grafikkarte aufrüsten. Und ich weiß gar nicht, haben wir die schon da? Für den Martelli Jens. Jens Martelli. Hier haben wir auch noch einen Rechner stehen. Wir schauen mal hier rein. Wir waren nämlich hier dran an den ganzen Rechnern. Machen hier mal auf. Martelli, wo ist er denn? Unser Herr Martelli. Telli Martelli, Gerland, Wilde. Unverwechselbar. Hier Martelli. Grafikkarte aufrüsten. Muss ich mal schauen, habe ich für den... Habe ich denn für den für eine gedacht? Was hat denn der aktuell drin? Die GeForce. Haben wir denn hier in der Bestellung? Zustellung, GeForce, okay. Wir haben aktuell keine da, oder? Sollen wir hier reinschauen? Grafikkarte. Aber ich glaube nicht, dass die besser ist, oder? Was ist mit dem da? PC, HDD, ersetzen, kann zum Lieferbereich zurückkehren, ja, dann machen wir das doch. Müsste eigentlich okay sein, dann hauen wir die erstmal weg. Hauen wir den erstmal weg, vielleicht kommen wir dann mal wieder hier ein bisschen Richtung grünen Bereich. So, dafür haben wir 50 gekriegt für neue Teile Arbeit, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Dann schauen wir mal ein bisschen, dass wir das ein bisschen besser und schneller hinkriegen. Da müssen wir noch eine Diagnose stellen. Okay. Und da war, ich glaube, da haben wir schon eine Diagnose. Haben wir noch keine Diagnose gestellt? Ich glaube, da war das mit dem CPU, ne? Haben wir CPU gekauft? Haben wir gekauft. Aber ich glaube, schauen wir mal da rein. Da haben wir gemacht. Doch, ich glaube, die können wir auswechseln. Nehmen wir die mal raus und installieren. Die ist nämlich kaputt. Nehmen wir noch 6 Dollar für. Machen wir die hier rein. Dieses kleine Ding hier. Und dann kommt hier der Prozessorkühler rauf. Wieder. Dann schließen wir da das Käbelchen an vom Prozessorkühler. Wieso sind die eigentlich nicht angeschlossen? Schließen wir doch gleich mal an, oder? Ja, nicht so. Laufen die doch auch? Ist doch auch schön. Kriege ich zwar nichts für, aber... Machen wir doch gleich richtig. Zusatzfeature für den Kunden sozusagen. Machen wir mal an. Scheint zu laufen. Oh. Ausmachen. Was haben wir vergessen? Wer weiß es? Die Kühlpaste. Mann, Mann, Mann. Nee, das können wir zulassen. Sonst kommt der nämlich wieder. Und dann darf ich hier schön die Kühlpaste noch drauf bäppeln. Aber so. Okay. Anknabbern. Speicher brauche ich nicht. PC-Bauteile, machen wir den Deckel drauf. So. So, dann ist der nämlich auch fertig. Das ist nämlich hier kassieren. Neuteile 190. Das haben wir genau 190 gekostet. Der gibt mir natürlich auch eine 5 Sterne. Sehr schön. Dann... Oh Gott, wir haben hier einen Haufen neuer Aufträge. Verwerfen wir das erstmal.
Und dann gucken wir, was hier eigentlich noch in der Pipeline so ist. Wir haben jetzt Freitag. Genau, der ist nämlich heute gekommen. Die 500 GB haben wir auch schon gemacht. GTX 980. Das könnte von dem hier sein. Aber das ist eine GTX 1050. Haben wir das aufgeschrieben? Nee, ich glaube, das haben wir schon verbaut, das Teil, ne? Das haben wir schon verbaut. Oh, das sollte ich echt immer aufschreiben, ey. Das haben wir schon alles hier verbaut. David. So ein Mist. Da geht's schon wieder los. Dann schauen wir mal hier, was wir hier noch rumstehen haben. Grafikkarte aufrüsten. Grafikkarte aufrüsten. CPU. Was habe ich denn überhaupt noch im Lager rumstehen? Vielleicht können wir da irgendwas benutzen. Da haben wir 8 GB G-Skill. Da haben wir noch ein 8 GB G-Skill. Achso, das ist benutzt, gell? Ja. Und hier haben wir noch eine MSI Radeon R9. Die haben wir neu gekauft. Gut, der will Grafikkarte. Was möchte der? MSI, ganz kurz versuchen, der erstmal gleich mit irgendwelchen gebauten umzujubeln. Lala. Ja, sehr schön. 960. Schlecht wie eine Schnecke. CPU, Grafikkarte. Kunststoff-Schwarzteile möchte der haben. Okay. Was hat denn der da drin? Eine TI. Nochmal eine TI. Nochmal eine TI. Jetzt muss ich doch gerade mal gucken. 980. Ah, okay. Was sind die Tausender eigentlich? Die ganz unten. Ja, da müsste das doch gehen, oder? Naja, gucken wir mal. Ehrlich gesagt, bin ich da jetzt ein bisschen überfordert damit. Machen wir die mal weg. So. Machen wir die mal raus. Und dann machen wir hier. Installieren wir eine Grafikkarte. Und zwar diese hier. Aber das ist doch. Ist günstiger. Das ist ja auch bloß ein R9. Wo, ich glaube, die habe ich mal umsonst gekauft. Stimmt. Das war VRAM 4 GB. Die habe ich mal aus Versehen gekauft. Die ist benutzt. Vielleicht könnte ich die einbauen. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Mache ich ja eigentlich nicht so. Nicht so gern, ne? Und was nicht vergessen, die Grafikkarte auch anzuschließen. Ja, mal gucken, vielleicht ist er ja damit schon zufrieden, aber ich befürchte nein. Aber wieder ein bisschen hier in Fahrt zu kommen, vor allem. Na, jetzt aber. Hallo? So, jetzt. Strom. Installieren. Ja, okay, starten tut das schon mal. Mache ich alles zu, dann gehe ich zur E-Mail. Guck rein und dann. Oh. jetzt ist es da oben noch dreckig. Ach, den kann er selber reinigen, den blöden Filter da oben einmal ausklatschen. So, wo ist er denn hier, unser Martelli? Ein bisschen öde aus, ein paar Kunststoff-Schwarzkabel. Ist das okay? Staubig, schnell. Ich denke, eine Grafikkarte braucht ein Upgrade. Ja, okay, komm, dann sind wir nicht so. Sind wir nicht so, machen wir das Ding nochmal auf. Machen wir eben noch ein paar Schwarzkabel rein. Wenn er das will. Vielleicht ist er dann noch zufriedener. Vielleicht reicht ihm das schon. Wir werden die Kabel ersetzen. Und zwar hier unten diese. Machen wir das hier weg. Die von Dieter. Und Dieter. Dann werden wir Kabel schwarz
So, einmal hier, einmal hier. Und den Lüfter einmal. Und dann werden wir hier noch ein bisschen reinigen. Und zwar hier oben. Genau. So. Innen noch ein bisschen. Dann mal den Strom nochmal anschalten, ob das Ding auch funktioniert. Dann sollte es eigentlich okay sein. Dann hauen wir den jetzt einfach mal so weg. Hoffen, dass der Kunde so weit zufrieden ist, dass ich nicht gleich eine Ein-Stern-Bewertung kriege. Der Martelli. Ja, der ist super zufrieden. Ja, das hat ja super geklappt in dem Fall. Was hätten wir noch am Start? CPU möchte der. CPU habe ich gerade keine da. Dann habe ich hier CPU nochmal. Und dann habe ich hier Grafikkarte aufrüsten. Komponenten, große, so sehe ich es gar nicht. Also der will keine Gebrauchteile. Grafikkarte und 16 GB MSI. Der will auch keine. Okay. Der möchte Sid Meiers ausführen. Oh, den habe ich auch noch hier stehen. Sid Meiers. Wo ist denn der? Ganz da vorne? Ja. Dann gucken wir den mal an. Ach, das ist ja süß. Ganz neues Gehäuse. Ich habe noch nie gesehen. Schön. Warum mache ich den überhaupt auf? Man weiß es nicht. So, dann lasse ich den erstmal hochfahren. Dann muss ich den Stick rein. Stick muss rein. Ja, da unten in dem Fall. Dann gucken wir mal da drauf. Schon das Licht da fest. Und installieren mal. Will it run? Und schauen mal, ob das, wie und wann das rennt. Sid Meiers. Wir haben schon fast 4 Sterne. Wir sind zwar immer noch gehörig im Minus. Aber auch das kriegen wir hin. Ja, natürlich starten wir ihn neu. Das ist ja echt hier Windows-Style. Wenn ich den Computer neu zu starten, dann schauen wir mal. Der will, dass wir Sid Meiers. Okay. Mein Bruder ist ein PC und sagt das Allerfeinste. Also er will Gigabyte. Und Kunststoff-Weißkabel möchte der. So, so. Dann schauen wir mal. Der möchte spielen. Civilization. Sid Meiers. So. So, der bräuchte eine bessere Grafikkarte. Okay, was ist denn empfohlen? Ach du Schande, da braucht er auch eine neue. Will der Mindestanforderungen oder? Der will die Mindestanforderungen. Okay, was sind denn die Mindestanforderungen? Eine 370er. Wir haben jetzt aktuell, jetzt muss ich gerade mal schauen, eine 370er. Jetzt installieren wir hier gleich das hier noch. Dann schauen wir gleich auf dem Rechner hier. Also, wir haben eine GTX 960 drin. Geht es so ein bisschen schneller. Starten die natürlich neu. So, was haben wir denn hier noch? CPU. Wir haben CPU haben wir nicht. Grafikkarte aufrüsten. Der will aber nichts. Na egal, wir nehmen den mal mit. Stellen den auch hier hin. Ist das gleiche Gehäuse wie das? Das ist ja toll. So. Was haben wir da? Will it run? Och, das ist so viel Power, das Ding nur. Ne, 960er hat da drin. Schauen wir mal nach der 960. Und was hat er da? Eine Gaming, ne, eine GTX 960. GTX 960. Ja, dann von der GTX 960 ist sie noch schlechter. Finden wir die ganz unten wahrscheinlich. Ne, 950. Der ist ja keine Gaming. Also Gaming ist schon mal nicht Gaming, Gaming, Gaming. Das ist ja überall Gaming hier. Steht aber nichts von Gaming. GTX 960. Völlig egal welche oder wie. 4 GB. Baurahmen benötigt 2. Vorhanden 4. Okay. Eine MSI Radeon 370.
MSI Radeon. Aha. MSI Radeon 370. 370 würde reichen. Uiuiui, die ist aber weit unten. Müsste ich doch gerade mal ausprobieren, oder? Würde ich sagen. Machen wir doch so. Probieren wir doch gerade mal aus. Machen wir den mal aus. Ob wir da irgendwas da haben. Ob diese unnötige Grafikkarte, die wir gekauft haben. Mal gucken, ob die reicht. Verdammt. Echt jetzt? Ach Gott. Gerade mal die falsche Seite aufgemacht. Kann ich mir gleich merken für den anderen. So, was haben wir da? Ja, da haben wir das, den Klops hier drin. Riesenteil. Für das kleine Gehäuse. Okay, hier aufmachen. So, Stecker. Grafikkarte raus. Schauen wir mal, was wir da haben. Vielleicht haben wir noch irgendwas da. Vielleicht die da, oder? R9370, R9370 Gaming. 4G, das ist dieselbe, verdammt. Okay, so, gucken wir mal, ob die da besser ist. Der wollte zwar keine gebraucht. Installieren. Ah, ich weiß nicht, sollen wir die da reinmachen dann überhaupt? Naja, schauen wir erstmal, würde ich sagen. Dann bauen wir den hier auseinander. Der will nämlich auch eine neue Grafikkarte. Na, müssen wir so rumdrehen. Der hat auch eine 960 drin. Die haben alle hier 960er drin. So, auch draußen. Und der will auch keine gebrauchte, oder? Lorraine? Gerland. Vielleicht wenn wir mal hübscher machen. Sieht ein bisschen öde aus. Der will eine Gigabyte. Okay, da sagt man nichts von gebrauchtes, ist ihm egal. So wie es scheint. Das wäre doch okay. Warmer, was haben wir hier? Warmers. Sid Meiers. Einwandfrei, würde ich sagen, oder? Dann installieren wir doch das Ding hier zu. Machen wir das zu. Deckel drauf. So, einmal das Ganze drehen. Deckel drauf. Der wollte noch unbedingt irgendwelche Kabel, gell? Vergesse ich auch jedes Mal. Naja. Egal, das spendiere ich ihm jetzt nicht. Naja, 4 Sterne ist auch okay. Ist okay. Ist okay. Freut er sich trotzdem. Jetzt haben wir hier noch die Lorraine hier. Die auf jeden Fall keine. Nein, natürlich nicht. Keine. Okay, CPU. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn noch an Grafikkarten? Was kommt denn da noch? Da kommt noch eine Grafikkarte. Das haben wir auch schon angenommen. Das haben wir noch nicht angenommen. Okay, schauen wir mal, was wir hier noch bestellt haben. Wir haben AMD 5 noch bestellt. 8 GB bestellt. GTX 980 Ti zweimal. Na, dann schauen wir mal, was haben wir hier denn noch? Wir haben ja überall CPU, Grafikkarte, CPU, RAM. Und der kriegt auch noch eine Grafikkarte. Okay.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir es anders. Dann lassen wir die jetzt einfach mal kommen. Die Teile. Lass mal hier irgendwie wieder. Cebu genügt meinen hohen Ansprüchen nicht. Könnten Sie da etwas tun? Ich brauche 8 GB RAM. Es ist dringend. Also beeilen Sie sich bitte. Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen. Wäre das nötig gewesen? Ja, wer so patzig ist, der hat es auch nötig, eine Innenreinigung zu machen. Verdammt. Okay, 400 hat er. Budget. Hat ein Quad 3, 3 Quad Core 1300. Was haben wir denn da an RAM? Okay, den kriegt Team Group 2800. Okay, gehen wir mal shoppen. Team Group. Team Group. Ich brauche tolleres. Echt? Das ist so viel. So viel? PC-Daten? Ist da echt immer 2,8er? Eieiei, okay. 2,8. 2,8, 4 GB. Das bräuchte ich einmal. Und dann noch ein. Okay. Ja, warte mal, wir haben 8 GB, glaube ich, haben wir sogar da. Dann müsste ich das gar nicht kaufen hier. Dann baue ich den einfach raus und verkaufe der. Ja, ist ein 2,4er. Na gut. Mach mal doch so. Na gut. Speicher. Team Group 2,8. So. Den da. Den da. Und CPU. Dann hätten wir 80. CPU Shop. CPU. CPU, ich glaube, wir haben, was haben wir da drin? Ja, ich muss jetzt echt, das muss ich mir irgendwie. Wäre das geil, wenn man das hier so. AMD Ryzen. Bei allem kann man das nicht irgendwie nebendran sehen. Das ist ein bisschen schade. Dann machen wir halt den hier rein. Das wäre denn für Seitz. Machen wir einfach Seitz, oder? Seitz kriegt 8 GB 2800 und Ryzen 5. So. Nehmen wir an. Was haben wir hier noch? Der Computer hängt sich willkürlich auf. Ich bekomme nichts mehr auf die Reihe. Haben Sie eine Idee? Ich möchte das Auftrag geschlossen. Kunststoff-Weißkabel. Keine Gebrauchteile. Okay, Grafikkarte ersetzen. Okay. Will er wahrscheinlich dieselbe, oder? GTX 970 Gaming 4G. GTX 970. GTX 970, okay. GTX 970. Na, da werde ich wahrscheinlich keine finden. Hier, die Golden Edition. Wie viel Kohle sind da am Start? 500? Okay. Okay, ab in den Warenkorb damit. Dann nehmen wir den auch an und schreiben hier rein Kerner. Kerner 970 Gold. Weiße Kabel. Kein gebraucht. Es kostet mich schon viel zu viel Zeit hier. Na gut. Dann machen wir den hier noch.
Erfahrungsstufe 4, jetzt geht's los. Markungstest 2052 müsst ihr haben bis Ende. Ich glaube, ich brauche ein paar Upgrades für mein PC, was die Leistung angeht. Sollte ein Wert erreicht werden, ich brauche ihn. Mir ist bewusst, dass gebrauchte Teile günstiger sind, dennoch hätte ich ganz neue. Mein PC steht auf dem Boden. Deshalb hat er bestimmt eine Menge Staub gefressen. Aha. Solidarisch. Okay. Wahnsinn. Okay. Solidarisch. Reinigung mache ich sowieso immer, wenn ich sehe. Kein gebraucht. Und dann machen wir, ja. Wert 2052. 3D. Da muss ich mal gucken, wie ich das denn rausfinde. Das habe ich nämlich in dem Fall noch nicht gemacht. Dann haben wir den und suche bei Upgrades für meinen PC. Ich habe neulich einen PC gesehen, der Leistungswerte von 2344 erreicht. Schaffen Sie das? Ich bin totaler Fan von Intel. Mein Nachwuchs war dran und jetzt bekomme ich hier ein paar wirklich seltsame Pop-ups. Der will auch Upgrades. Eieiei, hungrig. Jo. Mal gucken, wie hungrig der noch ist, nachdem er mich bezahlt hat. Hungrig wahrscheinlich schon. Bezahlen kann das nicht mehr. Okay, Antivirus. Antiviren. Dann 3D auf 2344. Muss ich mal wissen, wie ich das rauskriege? Gott. Teil zum Aufrüsten gesucht. Meine Schnecke, PC muss leistungswert. Ist das möglich? Vielleicht bin ich am Surfen noch zu viel. Wir sind so schnell wie möglich dringend. Oh mein Gott. Okay. Jetzt geht's los. Die wollen alle 3D-Mark. Regenbogen. Ja, dann wird es auf jeden Fall nächstes Mal interessant, wie wir das alles hinkriegen, wie wir die Werte da hochschrauben können. Und Antivirus. Denn das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nicht gemacht. Oder es hat mich bisher nicht interessiert. Können Sie mir einige Reparaturen lassen? Habe ich mich auf dem PC vergessen. Er treibt mir die Tränen in die Augen. Es ist etwa der RAM-Defekt-Komponent von Team Group, soll eine ganz großartig sein. So schnell wie möglich. Also RAM und HDD steht ja auch schon da, was ich ersetzen muss. Ganz schwierige Sache. Team Group 4 GB. Okay. Können wir machen. 2,8. Team Group 4 GB. So, Team Group 4 GB. Wer ist denn das überhaupt? Popik. Ja, ganz schön popik. Popik. Team Group 4 GB. Dann hätten wir noch HDD. Was hat der für eine HDD drin? Eine Seagate Barracuda 500 GB. Seagate Barracuda 500 GB. Festplatte einfach eine 500 GB, genau, zack, 500 GB kriegt er auch noch, 500 GB, Komponenten von Team Group kriegt er, wird er denn sowieso ersetzt, nehmen wir natürlich an. So, neue Teile verfügbar, Wahnsinn, neue Teile verfügbar, Wahnsinn. Neue Teile verfügbar. Wahnsinn. Und jetzt gehen wir in den Shop, kaufen das und dann ist das hier hoffentlich mal beendet. 635 kostet uns das Ganze. Wir schauen mal da rein, ob wir das am nächsten Tag würde reichen. Wir kaufen das und haben dick eingekauft. Und hoffen darauf, dass wir morgen wieder ein bisschen Kohle bekommen und unsere Sternewertung geht durch die Decke. Und dann werden wir hoffentlich auch Level 5 erreichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Gute Nacht und tschüss.